Gestalt wirft Schatten. Der Saubermann hat Dreck am Stecken. Franz Beckenbauer hat uns alle getäuscht. Dabei hätte man es ahnen können. Schon als junger Mann machte Beckenbauer keinen Hehl aus seiner Besessenheit. Franz Beckenbauer, Sie spielen nicht nur Fußball, Sie interessieren sich auch sehr für die Sekretärin auf der Geschäftsstelle des FC Bayern. Sind die Damen zufrieden mit Ihnen soweit? Ja, hoffentlich. Die Dienstälteste, die Frau Kreuder, die mögen Sie besonders. Wie war es beim ersten Mal? Oh ja, es war ganz gut. Schön, Franz. Auf der letzten Weihnachtsfeier hatten Sie das Vergnügen dann mit allen Damen auf einmal. Unfassbar. Einmalig. Ja. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ja, das glaube ich. Ja, von Anfang an war Beckenbauer nur die Marionette seiner maßlosen Triebhaftigkeit. Sehen wir uns gleich mal im Hotelzimmer, Claudia. Konnten oder wollten wir es nicht sehen? Beckenbauer ist oft gefragt worden, was er dachte, als er nach dem WM-Sieg in Rom wie in Trance über den Rasen spazierte. Nun, wir können es Ihnen sagen. Mein Gott, bin ich spitz. Na gut, erst noch die Scheißmeisterfeier, aber dann hol ich mir die blonde FIFA-Master. Die ist, glaube ich, auch Sekretärin. Ja, Hauptsache, ich krieg heute noch was zum Schnackeln. Schaudernd müssen wir erkennen, wen wir da eigentlich verehrt haben. Dass mit Gattin Sibylle alles wieder okay ist, können wir auch nicht so recht glauben. Gut, Sibylle und ich haben uns in aller Freundschaft ausgesprochen. Da gab es keinen Streit in dem Sinne. Also, wir verstehen uns prima.